Kennst du schon das neueste Buch von Vanessa Blank, Frei und Wild, ein Bushcraft-Buch? Willst du wissen, ob es top oder doch flop ist? Wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Bushcraft-Areal. Ich nutze noch die letzten Sonnenstrahlen hier hinten. Oh, ich habe die Sonne in meiner Hand. Und auch ein Buch, nämlich von der Vanessa Blank. Das Buch habe ich mir jetzt angeschaut und durchgelesen, das wäre jetzt übertrieben, aber passagenweise gelesen und mag mit dir teilen, was mein Eindruck davon ist. Vanessa Blank, die man ja von Outdoor Bavaria, glaube ich, heißt sie, oder Bushcraft Bavaria, einen eigenen YouTube-Kanal gibt, kennst du sicherlich. Also wenn du mich kennst, dann kennst du auch die Vanessa. Hat hier ein sehr umfangreiches Buch im Zusammenhang mit Bushcraft gemacht und sie geht auch tatsächlich in alle Bereiche rein. Das heißt einerseits einmal von der Motivation, was ist Bushcraft, über Ausrüstung, ja, was braucht man, wie geht man als Anfänger, und geht auch ein bisschen in den Survival-Bereich hinein, das heißt EDC, was ist ein EDC, was braucht man da wirklich dazu. Das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Rechtliche Aspekte, die ich aber jetzt nicht bewerten kann, das sei so wie es sei. Waldknicke, ja. Wie verhält man sich im Wald? Was ist Do's and Don'ts? Und weiter hinten beschreibt sie dann auch, wie man mit Müll umgehen kann. Nämlich nicht Müll, den man selber verursacht, denn das ist ohnehin klar, sondern dass man ja auch immer wieder mal Müll findet. Also es ist ein sehr umfangreiches Buch, das auch Techniken zeigt, vom Feuermachen, Messertechniken. Auch das Thema Unterkunft, jetzt dahingehend, wie kann ich das machen, welche Isolationsmaterialien gibt es, aber auch, was gibt es an technischen Möglichkeiten, vom Zelt über Tarp und wie kann man das aufstellen. Also es ist im Endeffekt so ein Rundum, aber die Vanessa ist halt eine Frau. Und als Frau hat sie, mutmaße ich jetzt ganz einfach, auch ein bisschen einen anderen Blick auf das Thema Bushcraft, Survival, Wildnis und bringt daher in dieses Buch nicht nur Fachwissen mit rein, sondern ich sage jetzt mal, ich gehe davon aus, dass das jetzt ihre eigenen Kinder sind. Wie gesagt, ich schaue nicht YouTube. Das heißt, sie bringt auch, wie sie das macht mit ihren eigenen Kindern, wie sie wildes Leben, wie sie Bushcraft, Naturliebe hineinbringt, ja, in ihre Familie und wie sie das macht mit den Spielen, die sie hier zum Beispiel einsetzt, finde ich gut gemacht. Und auch hier jetzt ein eigenes Kapitel über Hunde. Wie macht man das, ja? Wie macht sie das? Und genau das ist nämlich der Punkt, weißt du, es gibt immer ein Buch, ja, wo das, was man eigentlich selber schon einmal erfahren hat oder gelesen oder auf YouTube gesehen hat, noch einmal drinnen geschrieben ist. Das heißt, sie hat hier nichts abgeschrieben, sondern sie hat das, so wie sie die Sachen sieht und praktiziert, noch einmal dargestellt und das in einer, wie ich meine, sehr, sehr schönen und guten Form, so wie wir das vom AT Verlag halt kennen, die auch das Erlebnis mit schönen Bildern, wie zum Beispiel den wunderschönen Sonnenuntergang hier auf Aldo Labatese, was auch ein super, natürlich ein super Bild ist. Es ist einfach ein Gefühl in diesem Buch mit dabei und das gefällt mir irrsinnig gut, das hat sie sehr, sehr schön gemacht. Es sind aber auch handfeste Tipps dabei, wie zum Beispiel Umgang bei Gewitter, Wildschweinangriffen, ein bisschen Wetterkunde. Es ist alles so einerseits ein bisschen angerissen, inhaltlich, aber auch mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen vermischt. Was ich sehr, sehr interessant und auch gut finde, zum Beispiel hier das Kapitel Mystischer Wald. Und genau das ist das, was ich vorher gemeint habe. Sie ist halt eine Frau, was ich nicht negativ meine, wenn ich sage halt, sondern sie hat einen anderen Blickwinkel. Und wenn da jetzt nicht Vanessa Blank draufstehen würde und ihr Konterfei auf, was auch logisch ist, in dem Buch immer wieder vorkommt, dann hätte ich trotzdem das Gefühl gehabt von Anfang an, dass das aus einer anderen Sicht als aus der kühlen Sicht eines Bushcraft- oder Survival-Technikers gemacht wurde. Ist einfach irrsinnig nett geschrieben. Es sind kleine Dinge dabei wie Heilkräuter, auch Pflanzenkunde grundsätzlich. Wenn dich das Thema interessiert, wirst du bei diesem Buch hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Etwas über Bushcraft kochen, also Wildnisküche. Also ist insgesamt ganz nett. Und ich weiß jetzt schon, weil ich ja selber auch Bücher gemacht habe und man da ganz einfach, ganz schnell, ganz einfach in der Kritik stehen kann von anderen Leuten, die selber, ja, was soll ich sagen, nichts gemacht haben, außer Kommentare schreiben können. Und dazu möchte ich jetzt etwas sagen, nämlich so nach dem Motto, das kennen wir alle schon, das ist überall, findet man das schon. Das ist der typische Kommentar, den man hier findet. Habe ich mir eines ganz speziell markiert. Ich zeige es dann nachher auch her. Ich finde, und das ist meine tiefste Überzeugung, dass ich in jedem Buch, und ich besitze einige davon, auch vom AT Verlag, ja, Wolf-Dieter Storl,
Fischer, Rizzi, wie sie heißt und so weiter. Viele andere Bücher, auch von Felix Immler, auch von Taro Germann, die alle im AT-Verlag herausgekommen sind. In allen Büchern ist was drinnen, was ich schon kenne. Aber es ist auch immer wieder eine andere Sichtweise. Und die kann ich kritisieren und drauf hinklopfen und drauf losgehen und sagen, das gefällt mir überhaupt nicht, das ist ja so. Oder ich kann darüber nachdenken, was der Autor oder die Autorin damit gemeint hat. Und was sie an Erfahrungen herausgebracht hat. Das kann ich tun. Und daher, ich habe auch viele Amazon-Kommentare gelesen. Vanessa, solltest du dieses Video sehen, sie sollen sich verrollen, würde ich sagen. Ja. Ich möchte was herzeigen. Schau mal her. Hier. Sicher ein Bild von ihr, das wird sie nicht aus irgendeinem Stockfoto geklaut haben, sondern zum Beispiel das hier. Jetzt kann man sagen, oh, das ist aber Kinderei, Spielerei. Nein, mich bringt das hier, nämlich eine Fichte, so abzuschnitzen und als Halter zu verwenden, auf eine ganz andere Idee. Nämlich eine ganz andere Idee, die ich mit meinen Erfahrungen kombiniere, nämlich zum Trocknen von Wildfleisch. Weil der Ast, und das ist mir jetzt erst so richtig bewusst worden, von der Fichte, ja, querförmig angeordnet ist und ich hier an dieser Stelle überall den gleichen Abstand zum Feuer habe. Ich werde das testen. Vielleicht ist das Schaß mit Quasteln und die Idee, die ich habe, funktioniert überhaupt nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht habe ich aufgrund dessen, weil die Vanessa Blank in ihr Buch was reingegeben hat, was ich so in der Form noch nicht gesehen habe, mir einen Tipp gegeben, damit ich auch wieder das Thema Bushcraft und Survival weiterbringen kann. Und so infiziert man sich gegenseitig und so gibt man sich andere Sichtweisen, andere Erfahrungen und so bereichert man das gesamte Thema Bushcraft und Survival. Und das hat sie mit diesem Buch hier vorzüglich gemacht. Also von mir gibt es einen Daumen nach oben. Ich werde schauen, ob ich das vom Buch Großhandel in meinen Shop auch bringen kann. Also schau in meinen Shop vorbei, vielleicht habe ich das auch schon dabei. Ich werde mich darum bemühen. Und wenn nicht, geh auf Amazon und kaufe es dir dort. Es lohnt sich auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann von jedem was lernen. Und wer wirkliche Meisterschaft in einem Thema erfahren hat, der weiß, dass er von jedem was lernen kann. Wirklich von jedem. Vanessa, super Arbeit. Kann ich hundertprozentig empfehlen. Link auf Amazon oder in meinen Shop, geh wieder da unten. Und das war's jetzt. Schreib mal du einen Kommentar. Und bitte keinen Kommentar über die Vanessa Blank, sondern wenn du das Buch gelesen hast, was deine Meinung dazu ist und ob du das auch so siehst, dass man von jedem Menschen, wirklich jedem Menschen, irgendwas lernen kann. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht's natürlich zu meinem Shop, billige Eigenwerbung, so wie immer. Und ich werde jetzt noch einmal den Sonnenuntergang genießen hier auf Waldhula.at. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.